Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. In diesem Schulungsvideo geht es um die AGB, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und wir haben hier einen kleinen Fall. Ich habe schon mehrere Videos zu diesem Thema gedreht. Schauen Sie also bitte auch da. AGB, das ist das Kleingedruckte. Und es geht darum, dass bestimmte Dinge in diesen AGB, diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht zulässig sind. Und hier haben wir einen praktischen Fall. Alt will sein Einfamilienhaus vor Blitzschlag sichern. Die Firma Sicher bietet ihm eine Anlage für 900 Euro an. Alt unterschreibt ein Antragsformular, ohne die dort abgedruckten AGB zu lesen. Dort heißt es in Paragraph 7, also Paragraph 7 der AGB, dass die Firma Sicher nur für vorsätzlich verursachte Schäden bei Einbau hafte. Und nach Paragraph 15 derselben AGB wird hier auch noch ein Wartungsvertrag für 20 Jahre 150 Euro pro Jahr abgeschlossen. So, jetzt passiert es. Firma Sicher beschädigt nicht durch Vorsatz, aber durch grobe Fahrlässigkeit das Dach. Und der Alt will natürlich Schadensersatz haben und die Firma Sicher sagt, in unseren AGB steht doch, dass wir nicht haften. So, wie prüfen wir das? Grundprinzip ist, der Jurist prüft zunächst einmal immer erstens die Form. Warum? Form sind Fakten. Inhalt sind sehr viel Meinung. Er prüft also die Form. Und die Form, die hier zu prüfen ist, ist die Frage, sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen Vertragsbestandteil geworden? Sind sie Vertragsbestandteil geworden? Sind die AGB Vertragsbestandteil geworden? Und wenn Sie die anderen Videos kennen, dann wissen Sie, dass das geknüpft ist an drei Voraussetzungen, A, B und C. Und das finden Sie übrigens im Paragraphen 305 in unserem BGB, in unserem bürgerlichen Gesetzbuch. Dort finden Sie das. Die erste Bedingung ist, es muss ein Hinweis erfolgt sein auf die AGB. Die zweite Bedingung, die Möglichkeit der Kenntnisnahme, die Möglichkeit, denn ob jemand Kenntnis nimmt, können wir ja nicht beeinflussen, aber die Möglichkeit müssen wir ihm geben. Und die dritte Bedingung ist das Einverständnis. Prüfen wir. Gibt es einen Hinweis auf die AGB? Jawohl, da steht die dort abgedruckten AGB, das heißt, der Hinweis ist erfolgt. Hatte er die Möglichkeit der Kenntnisnahme? Ja, er hat es bloß nicht getan, aber die Möglichkeit war da. Und hat er sein Einverständnis erklärt? Jawohl, er unterschreibt. Also Zwischenergebnis, AGB sind Vertragsbestandteil. Wenn wir jetzt hier Nein sagen würden, dann könnten wir an dieser Stelle abbrechen, denn etwas, was gar nicht Bestandteil des Vertrages geworden ist, gilt natürlich auch nicht. Aber hier müssen wir jetzt weiterprüfen, denn die AGB sind grundsätzlich erstmal Vertragsbestandteil geworden. Das heißt, die zweite Prüfung ist jetzt die inhaltliche Prüfung. Wir prüfen als zweitens den Inhalt und wir prüfen jetzt die inhaltlichen Regelungen. Und da fallen uns zwei Dinge auf. Da ist einmal unter A offensichtlich eine Überraschungsklausel. Eine Überraschungsklausel, also dass man, wenn man da sein Dach reparieren lässt, gleichzeitig einen Wartungsvertrag unterschreibt und den auch noch für 20 Jahre. Das ist eine Überraschungsklausel und das ist demnach nicht gültig. Und B, es gibt in den AGB-Schutzvorschriften bestimmte Klauselverbote. Bestimmte Klauseln kann man zwar reinschreiben in die AGB, sie sind aber dann verboten. Und ein solches Klauselverbot haben wir hier, nämlich in Paragraph 309 Nummer 7b. Schauen Sie es bitte nach. 309, immer BGB hier. Ja, es geht um das BGB. 309 Nummer 7b. Dort ist verboten, die Haftung auf Vorsatz zu beschränken. Es handelt sich ja hier
um eine Beschädigung durch grobe Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit ist grobe Unachtsamkeit und Vorsatz wäre Absicht. Und das nur auf Vorsatz zu beschränken, wäre praktisch der Fall, dass jemand der Firma sicher jetzt sagt, Achtung, Achtung, ich gehe jetzt auf das Dach und mache es kaputt. Das wäre Vorsatz. Viel häufiger ist die Fahrlässigkeit und dafür muss man haften und es zu beschränken und die Haftung für grobe Fahrlässigkeit auszuschließen, ist eine verbotene Klausel. Von daher gilt auch diese Klausel nicht. Ja, wenn Sie in den Paragraph 309 mal reinschauen, dann finden Sie in der Überschrift Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit und 318 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Das sind Dinge, die ich in einem der nächsten Videos behandeln werde. Wenn Ihnen diese Art der Vermittlung hier gefällt, dann schauen Sie mal unter www.spaßlerndenken-shop. Ich nenne das Video-Coaching. Und dieses Video-Coaching ist immens effizient. Ich glaube, ich kann es beurteilen, weil ich mich seit fast 20 Jahren mit dieser Frage beschäftige, wie man Lernen effizienter macht. Sie sehen entwicklungsorientiert am Bildschirm den Stoff Schritt für Schritt. Sie können dann in einer Zusammenfassung noch einmal lesen, was ich hier mit meiner etwas krakelig wirkenden Handschrift hier reinschreibe und Sie haben dann nochmal eine ergebnisorientierte Zusammenfassung. Es gibt, glaube ich, keinen effizienteren Weg im Moment. Schauen Sie rein unter www.spaßleindenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.